Ich bin ja TikToker und so als sehr, sehr, sehr erfolgreicher TikToker fahre ich normalerweise nicht mehr Bahn. Also wir haben ein eigenes Fortbewegungsmittel, das kriegen wir von TikTok gestellt, und zwar werden wir von 14-Jährigen getragen. Das ist wirklich toll. Also ich kann euch wirklich sagen, heute haben die zwei leider frei. Deswegen bin ich dann auch doch mal wieder Bahn gefahren. Und das ist mir aufgefallen, dass hier in Köln, ihr habt echt gute Irre. Also eure Verrückten sind echt wirklich. Also ich dachte so, ich komme aus Berlin, dachte mir so, ja, okay, die sind schon top-notch, wir haben die Champions League der Irren, aber eure, die können gut mithalten. Das ist Wahnsinn, wirklich. Also normalerweise in Berlin ist es immer relativ einfach. Ich komme in die Bahn, die ist komplett voll, und man findet immer, versucht in den Irren zu suchen, weil es gibt immer pro Waggon einen, die sind immer abgezählt von der Stadt, und es ist normalerweise relativ einfach, weil die Bahn ist komplett voll und es gibt einen Vierer, da sind drei Plätze frei. Und der eine, der da drin sitzt, der mit der Kacke in der Hand, 90% sicher, der ist es. So. Ich nenne das Spiel Wo ist Kacki? Weil ihr kennt vielleicht Where's Waldo? In Berlin ist einfach Wo ist Kacki? So, und ich war dann eingestiegen hier in wie heißt es, Bonn, in Köln, und dachte mir dann so, naja, wo ist euer Kacki? Dann habe ich so ein bisschen geguckt, und es war sauschwierig bei euch. Also ihr habt das gut gemacht, ihr versteckt die, das ist Wahnsinn. Aber wenn man quer durch den ganzen Waggon geguckt hat, hat man ihn erspähen können. Und zwar an diesen Stangen, wo man sich normalerweise festhält, hing einer. Wirklich komplett mit den Beinen drin, wie so ein Faultier, und hat gepisst. So. Alter, bei euch ist es pissy, aber auch super so. So gut zu wissen einfach, dass ihr das ein bisschen anders hier gestaltet. Ich habe dann gedacht, okay, ich setze mich ganz woanders hin, das ist mir unangenehm. Ich bin komplett auf die andere Seite vom Waggon, habe mich hingesetzt, ich hatte ein Buch dabei, wollte einfach nur ein bisschen lesen. Und dann haben sich zwei Frauen neben mir über eine krasse Beziehung unterhalten, dass das gar nicht gut läuft, er ist jetzt schwul geworden und so, Köln halt so. Und ich dachte mir dann so, okay, alles klar. Kennt ihr das, dass man dann halt zuhört, aber man guckt weiter ins Buch? Weil man will ja nicht negativ auffallen. So. Ich denen also 10 Minuten zugehört, weiter reingeguckt, das wäre soweit kein Problem gewesen, wenn nicht ein Mann neben mir gesessen hätte, der auch in mein Buch reinguckt. So. Und der muss denken, ich bin behindert. Kein Mensch liest 10 Minuten eine Seite. Und das ist mir dann aufgefallen. Und dann dachte ich mir so, fuck, Alter, das ist richtig unangenehm. Und ich habe so eine Kurzschlussreaktion im Gehirn gehabt und habe einfach richtig laut angefangen zu lachen. Ich saß da so, nein! Und dann gucke ich auf die Seite und da steht einfach nur Kapitel 4. Und an dieser Stelle habe ich so auf der Verrücktheitsskala den Hängepisser übersprungen. Und die Leute haben sich so von mir weggesetzt. Meine kleinen Schneemäuse seid ja immer noch da. Naja, wenn ihr mehr Bock habt auf so geilen Generation Gag-Content, dann jetzt den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und hier mal was Lustiges drunter schreiben, okay? Tschüss.